Wir schreiben das Jahr 2002, um genau zu gehen, 16. Mai 2002, 15 Uhr. Frankreich driftet immer mehr in diktatorische Strukturen ab, wurde bereits aus der NATO verwiesen, baut seine Streitkraft vehement aus und eckt immer mehr innerhalb der EU an. Wie lange wird Frankreich diesen Kurs noch weiterziehen können, bevor das erste Land tatsächlich die Faxen dicke hat und uns versucht Einhalt zu gebieten? Dem wollen wir heute wieder auf die Spuren, auf die Spur gehen. Ah, tolles Intro, halb verkackt mit meinem komischen Ende. Nichtsdestotrotz freut es mich natürlich, dass ihr auch in Folge 4 wieder eingeschaltet habt und noch immer nicht genug habt von meinem, ich nenne es mal fast Wirtschaftssimulator. Also ich muss in der Tat sagen, dass Hearts of Iron 4 Millennium Dawn eine Mod ist, die eigentlich nicht das Wort Mod verdient hat, sondern eher eigenes Game. Also ich bin nach wie vor einfach nur perplex, was hier die Tiefe dieses Spiels angeht und vor allen Dingen die Möglichkeiten, die man hat und was für politische und andere Entscheidungen man hier treffen kann. Das ist für mich einfach immer noch, das sucht immer noch seinesgleichen. Wir machen mal wieder Nationalistenkampagne. Was haben wir hier? Nee, das brauchen wir gerade nicht. Das andere läuft schon. Können wir schon wieder was gegen Europa machen? Schauen wir mal kurz. Europaskeptiker. Hat geklappt. Ah, okay. Die europaweite Europaskeptiker-Kampagne hat natürlich nicht geklappt. Wir blockieren weiterhin alles, was man irgendwie blockieren kann in der EU. Wir machen momentan echt ein gutes Plus mit 7,2 Billionen. Oh. Oh, jetzt geht's los. George W. Bush announced enduring freedom. The President of the United States, George W. Bush, has informed the US Congress that tomorrow a military invasion of the Taliban-ruled Islamic Emirate of Afghanistan would begin. The American military attack is to carry the title Operation Enduring Freedom. The President also announced his intention to somehow involve the allied nations in the war effort. The government of Afghanistan has already issued a declaration of protest, but has no major nation on earth actually has diplomatic relations with Afghanistan. It is unlikely to have an effect. Okay, interessant. Um den Einsatz mal in Deutsch zu übersetzen, für die deutsche Bundeswehr war das der ISAF-Einsatz, der bis dato, ich glaube, Mali entwickelt sich auch immer mehr zu einem Einsatz, in dem es für die Bundeswehr drunter und drüber geht hier unten, aber trotzdem ist Afghanistan zum aktuellen Zeitpunkt immer noch der, ich sag mal, seit dem Zweiten Weltkrieg der blutigste Einsatz, den die Bundeswehr absolvieren musste. Viele gefallene Soldaten, sowohl in Gefechten als auch tragisch durch Selbstmord. Wirklich, wirklich kein schönes Kapitel. Aber ich versuche jetzt hier im Stream die Stimmung mal nicht zu sehr runterzuziehen, sondern wir versuchen uns eher auf unseren Prinz Napoleon zu konzentrieren und dafür zu sorgen, dass wir tatsächlich hier ein bisschen vorankommen. Fahren wir die Geschwindigkeit noch ein bisschen hoch. Ich bin tatsächlich mal gespannt, wie sich das jetzt hier gleich im Nahen Osten auswirkt und inwieweit sich das hier rauskristallisiert, wenn die Amerikaner und Co. hier einfallen und wie das dargestellt wird. Ich weiß, dass der Islamische Staat auch eine Rolle in dem Spiel spielt und wenn man 2017 anfängt, existiert der Islamische Staat natürlich auch schon im Bereich Syrien und macht sich dort breit. Tendenziell freut es uns natürlich, rein fiktiv gesehen, dass die Alliierten jetzt in Afghanistan ein bisschen was zu tun bekommen, weil das dürfte uns dabei helfen, uns weiter in Europa Richtung weiteren diktatorischen Bemühungen zu begeben. Wir blockieren weiter alles in der EU, was wir irgendwie blockieren können. Dann muss ich mich tatsächlich, jetzt bin ich gerade mal im Menü drin, hier mit diesem Satellitensystem auseinandersetzen. Also, falls irgendeiner von euch ansatzweise eine Idee hat, mir dieses System hier so zu erklären, dass ich, Dulli, das verstehe, wäre ich echt dankbar. Das mit den Raketen habe ich schon halbwegs rausbekommen, dass ich hier, sofern ich was habe, verschiedene Raketen zusammensetzen kann und die dann entsprechend auch abfeuern kann. Das ist mir alles schon so halbwegs klar, allerdings der Rest überfordert mich tatsächlich ein klein bisschen. Hier packen wir mal ein paar Fabriken rein. Wir sind nämlich echt ganz schön im Minus, was unsere Small Arms angeht.
Von Tanks und Co. fange ich erstmal gar nicht an. Und auch Züge und Co. sieht echt, echt mies aus. Vielleicht müssen wir dann jetzt tatsächlich doch nochmal anfangen, wenigstens ein paar weitere Zivilfabriken noch aufzubauen. Sonst sehe ich hier aktuell teilweise ein bisschen schwarz, was unsere Kriegsbemühungen angeht. Schweres Deutsch und diese späte Stunde. So, unsere Armeen sind echt gut aufgestellt. Wir können aktuell aber irgendwie nicht so wirklich viel anfangen. Ist natürlich auch der politischen Situation geschuldet. Wir befinden uns in einem Szenario, wo zum Großteil aktuell Frieden herrscht. Wir sind eine Nation aus der NATO, aus der EU, also hochgradig demokratisch, umzingelt von demokratischen Staaten. Dementsprechend können wir natürlich nicht einfach Krieg anfangen. Wir sind jetzt hier nicht in dem Hearts of Iron Zweiter Weltkrieg, wo wir einfach jetzt wild anfangen können, um uns herumzutreten, sondern wir müssen tatsächlich erstmal den richtigen Feind finden. Jetzt schauen wir kurz, was hier ist. Heavy-handed. Which grants political power gain 24% Drift Defense, Daily National Support. Okay, und was haben wir hier? Okay, gehen wir hier weiter runter. Und dann sind wir tatsächlich gleich bei Napoleon's Dream. Was passiert da? At Napoleon's Dream, which grants Division Organization 10% Weekly Stability. Okay. Training Time passt. Minus 25. Generate War Goal Tension Limit minus 10%. Das heißt, wir könnten tatsächlich Krieg erklären, wenn wir das haben. Aktuell können wir, glaube ich, kein Kriegsziel rechtfertigen. Ich schaue mal nach. Wir müssen es ja nicht machen. Justify War Goal. 15%. Das heißt, wenn wir den Napoleons Dream erfüllt haben, könnten wir ab 5% Tension schon einen entsprechenden Krieg rechtfertigen. Ist natürlich jetzt hier die große Frage. Mit wem will man in den Krieg gehen, wenn man hier as military bases, was haben wir hier as military? Okay, jetzt ist natürlich eine große Frage, die ich mir jetzt in diesem Zusammenhang stelle. Die sind ja in keinem richtigen. Wie wirken die Bündnisse hier? Okay, wir haben hier European Union Member. Das ist für mich klar. NATO-Member, was steht hier? AI Modifier, Desire to be in or expand a faction, minus 1000, okay. Joint Faction Tension Limit. Was ich mich natürlich jetzt für eine Frage stelle, hier wird kein Bündnis angezeigt. Wir haben hier das Thema mit den Militärbasen, ich lasse mal weiterlaufen, aber faktisch gesehen wird hier keine Garantie oder sonst was angezeigt. Das heißt, ich frage mich tatsächlich, was passiert, wenn ich in Spanien einmarschiere? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Was haben wir hier? Okay, Intervention Force, interessant. Okay, Südnordkorea. Südkorea und Israel werden garantiert. Warte, wer ist denn hier gerade der Präsident gewesen? George W. Bush noch. Okay, ich dachte, ich hätte gerade Obama gesehen. Das wäre ein bisschen früh gewesen. Gucken wir mal, ob Deutschland sich auch in Afghanistan einbringt. Ah, okay, Deutschland ist auch mit dabei. Scheint hier aber aktuell noch nicht so viel Auswirkung zu haben. Tendenziell hat sich ja der Einsatz auch relativ viel im Norden abgespielt. Aber naja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Okay, das heißt, rein theoretisch könnten wir dann mit dem nächsten Schritt tatsächlich anfangen, ein bisschen mehr stumm zu machen. Jetzt bin ich ja tatsächlich mal interessiert, ob wir das nicht wagen sollten. Ich würde das wirklich gerne versuchen und ich würde tatsächlich gerne versuchen, mit Spanien oder irgendeinem Land einen Krieg anzufangen, wobei das noch zu früh ist mit Sicherheit. Wir sind technisch noch nicht so weit, wie ich es gerne wäre. Und wir sind auch noch nicht stark genug. Wir bauen immer noch unsere Industrie auf. Wir sind erst im Jahr 2022. Also ich gehe mal stark davon aus, dass es uns bestimmt noch 1,5 Jahre kosten wird, bevor wir in der Lage sind, in den ersten Konflikt einzusteigen. Und dann ist natürlich die Frage, ob wir tatsächlich den ersten Konflikt in Europa suchen oder uns nicht tatsächlich Richtung Afrika aufmachen. Ich gehe stark davon aus, dass wir hier mit wesentlich mehr Gegenwehr zu kämpfen haben, als wenn wir uns gen Süden bewegen.
Und ich tatsächlich gerne am Anfang ein, zwei leichte Schlachten schlagen würde, einfach um unsere Base ein bisschen zu erhöhen, mehr Fabriken an Land zu ziehen und tendenziell ein bisschen mehr dafür zu tun, dass wir die Gegner ordentlich ins Schwitzen bringen. Schauen wir mal hier, ob wir hier wieder die Industriedinger aktivieren können. Komm her. Immer diese Autosave. So, wo haben wir es denn? Da, drei, ne? Ja, die wollte ich haben. Das können wir auch dazu nehmen. Jetzt wird einmal die Militärfabrik hier schneller gebaut. Und wir haben drei Zivilfabriken dazu bekommen. Das sind es auch schon. Wie teuer wäre es denn für uns, wenn wir hier unsere Ressourcen holen, die uns aktuell fehlen? Vier Fabriken. Dafür würde unsere Produktion natürlich ordentlich steigern. Na, das machen wir auch. Das müsste jetzt hier definitiv unsere Lage verbessern. Jetzt bräuchten wir hier natürlich die Fabriken, um das aufzunehmen. Die gehen nämlich alle jetzt erstmal hier oben rein. Ändern wir hier mal kurz ein bisschen was ab. Wir haben es ja aktuell noch nicht eilig. So, wird jetzt hier alles mindestens mit einem gebaut? Okay. Zwei im Jahr, auch zwei im Jahr, eine in der Woche. Oh, was haben wir hier? Guantanamo Bay Detention Center. Okay, Guantanamo Bay wurde gegründet. Das Folterlager der Amerikaner. Oder das Befragungslager, wie man es auch immer nennen will. So, wir klicken uns hier weiter fleißig durch. Abgesehen von meinem Gelaber kann ich euch momentan gar nicht so viel präsentieren, da wir tatsächlich noch ein bisschen weiter stumpf den Focus Tree runtergehen müssen. Kann ich meine Einheit eigentlich nach Spanien reinschicken? Doch, kann ich. Tatsächlich. Okay. Interessant. Wie wird mir das hier angezeigt? Military Base, okay. Na, ich muss mir vielleicht doch mal off-stream, also off-recording, mal die Thematik NATO und EU durchlesen, wie das genau funktioniert. Und dann mal zusehen, dass wir hier anfangen, ein bisschen stumm zu machen. Wir haben gleich auch schon wieder 1000 Military Power, 1000 Political Power zusammen, sodass wir wahrscheinlich nachher wieder eine etwas größere Veränderung hier anstoßen können. Unsere Nationalisten sind aktuell bei 55%. Das kann sich tatsächlich mal sehen lassen. Ah, super. Nächster Punkt wird jetzt Napoleon's Dream. Werden wir wahrscheinlich in dieser Folge vielleicht sogar. Ah, vielleicht können wir sogar noch beenden. Schauen wir mal, wie gut wir durchkommen. Nein! Was haben wir denn hier? Brauchen wir beides? Both. Ah! Was haben wir denn hier noch? Frexit. Okay, das hat was mit der European Union. Okay, 20%. Oh, okay, gut, dann müssen wir das hier eben noch machen. Schade, ich habe tatsächlich gedacht, wir kriegen das mit Napoleons Dream in der Folge noch hin. Jetzt müssen wir erstmal die EU und NATO ein bisschen schlecht machen, um das hinzubekommen. Und dann müssen wir wahrscheinlich auch irgendwann mal anfangen, hier uns mit dem Thema Marschflugkörper auseinanderzusetzen. Was haben wir denn hier überhaupt? Was kann ich denn hier auswählen? Habe ich hier überhaupt irgendwas? Okay, die haben wir. Wir haben die M4 und die M45 im Inventar, 32 Stück jeweils. Und was für ein Sprengkopf? Okay, die kann ich alles nicht nehmen. Lasst mich mal kurz in Ruhe. Aber den kann ich nehmen. One of the following must be true. Has selected missile type ballistic missile. Okay, cruise missile. Damage one. Okay, das haben wir jetzt aktiviert. Okay, die Wahlen sind uns jetzt egal.
Okay, das heißt, ich habe jetzt eine Rakete mit einem 450 Kilo Sprengkopf drauf. Wie setze ich das Ding jetzt ein? Und wieso habe ich hier Twitter und Facebook als Symbole? Okay, ich muss wahrscheinlich dann Tage definieren, wenn ich im Krieg bin. Das geht auch nur, wenn ich im Krieg bin. Okay, hier machen wir mal kurz ein bisschen was weg. Sonst kommen wir hier nämlich nicht weiter. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Das nehmen wir, das Cup nehmen wir noch mit. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Power, was das angeht. Jetzt können wir gleich hier direkt Construction weitermachen. Kriegen wir jetzt. Zack. Das ist zu weit in der Zukunft. Resource Gain Efficiency? Nein. Obwohl doch, nehmen wir auch mit. Rohstoffe brauchen wir auch jede Menge in der Zukunft, wenn wir hier in die Konflikte eintauchen. So, jetzt habe ich das hier. Was mache ich denn hier mit? Salvo is the number of missiles you fire at once. Ah, okay. Duration is how often the firing of the salve is repeated on a weekly base. One, okay. Interessant. From France? Also ich will nicht von auf Frankreich schießen, aber wahrscheinlich kann ich das Ziel erst auswählen, wenn ich dann tatsächlich im Krieg bin. Aber was für eine Reichweite haben die denn? Okay, die wählen auch schon wieder. Was haben wir hier? Ah, okay, das ist, glaube ich, ein Abwehrschirm. Das ist ja interessant, okay. Hier kann ich quasi anscheinend meine Landesverteidigung dann verbessern. Okay, das ist natürlich interessant. Was haben wir hier noch? Machen wir die mal auf Auto. Okay, 70% Chance zu treffen. Okay, das ist natürlich nicht interessant. Kann ich mir jetzt auch irgendwie anzeigen lassen, wie ich abgesichert bin? Gibt es dafür eine Begrenzung? Okay, und wie baue ich mehr davon? Ich habe die noch nicht gefunden. Wie baue ich mehr Raketen? Okay, das sind halt die Launch Points, aber ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich mehr baue. Okay, das verwirrt mich doch tatsächlich ein klein bisschen. Na, vielleicht kann mir ja einer von euch in den Kommentaren die Frage beantworten, wie ich an mehr Raketen komme. Ach du Gottes Willen, was ist das denn? Dieses Satellitensystem ist echt crazy. Also wirklich crazy. Okay. Nuklear Power. Ach du Kacke. Für dieses Spiel braucht man echt wahrlich einen Doktortitel. Also anders kann ich mir das hier tatsächlich gar nicht erklären, wie man damit zurechtkommen soll. Unsere Intelligence Agency müssen wir demnächst auch mal weiter voranbringen, damit wir dann noch weitere Spione kriegen. Und dann, jetzt speichert es gerade schon wieder, müssen wir tatsächlich mal gucken, mit wem wir dann schlussendlich später in den Krieg gehen. Wir haben hier doch einige Sachen zur Auswahl. Jetzt kommt erstmal der Punkt mit der NATO. Was ist denn hier? Freedom from the West? The Paris Accord? Wird noch nicht angezeigt. Sehen wir hier schon das? Gains betrayed Europe, Opinion of France, minus 30, okay. Was haben wir hier? Was haben wir mit Justify War Goal Time? Minus 25%, krass. Hier können wir mit 5% ein Kriegsziel machen und hier haben wir 25% weniger Zeit. Okay, hier kriegen wir tatsächlich Aggressive Expansion? Nein. Das nehmen wir alles mit. Ein paar Militärfabriken kommen jetzt endlich dazu. Jetzt können wir anfangen, hier alles aufzupusten. So, als erstes packen wir alles in die Small Arms rein. Dann, wie viel haben wir hier drin? Dann gehen wir hier auf 3.
Dann brauchen wir hier definitiv 5. Und hier brauchen wir auch 5. Super. NATO, den Punkt haben wir. Na, pro-European Campaign, die sollen aufhören damit. Wir sind doch dagegen. Und jetzt sind wir schon auf dem letzten Sprung, um dann schlussendlich die NATO zu verlassen. Unser Spion macht sich hier auch gut breit in Deutschland. Unsere Armeen sind alle da. Also wir kommen tatsächlich ganz gut voran, würde ich jedenfalls für mein Gefühl behaupten. Auch wenn wir keine Ahnung von dem Raketensystem haben. Und ich glaube, da klicke ich auch erstmal nicht drauf. Ich bin froh, dass wir einen Abwehrschirm haben, den wir hier gleich mal noch weiter befüllen werden. Machen wir das einfach mal. Vielleicht muss ich die Raketen ja auch einfach nur erforschen, dass ich die entsprechend produzieren kann. Das kann ja tatsächlich sein, ne? Also ich habe ja auf jeden Fall jetzt hier einen Abwehrschirm. Wo auch immer der ist und wie auch immer der funktioniert. Kein Plan. Aber anscheinend bin ich wenigstens rudimentär gegen ballistische Raketen abgesichert. Hoffe ich. Okay, hier wird eine Light Armored Brigade gebaut. Super, und hier wird noch meine Panzerbrigade gebaut, der aber maßlos das Material fehlt. Aber das kriegen wir tatsächlich jetzt besser hin, da jetzt hier einfach ordentlich Schwung in die Produktion der Militärfabriken reinkommt. 3 Monate. Ah, das reicht. Super. Perfekt. Dann sind wir auf jeden Fall ein ganz schönes Stück weiter abgedriftet Richtung Diktatur. Oder wir sind eigentlich schon eine Diktatur, wir wählen ja nicht mehr. Dementsprechend hoffe ich, dass euch die vierte Folge, auch wenn es kriegstechnisch noch alles sehr langweilig ist, genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Ihr könnt ja mal vorschlagen, gegen welches Land ihr als erstes in den Krieg ziehen würdet. Teilt ihr meine Meinung und wir machen uns erstmal auf dem afrikanischen Kontinent breit? Oder meint ihr, wir sollten direkt versuchen, Europa unter Frankreich zu vereinen, wie es einst Napoleon versucht hat? Ich bin tatsächlich auf euer Feedback gespannt und freue mich mit euch zusammen bereits auf die fünfte Folge. Bis demnächst, euer Chris.